Hi, ich bin Ivo, ich bin Kapitänleutnant und ich bin Minentaucher. Wir sind hier in Eckernförde. Hinter mir seht ihr meine natürliche Umgebung, die Ostsee. Meine Aufgaben als Minentaucher sind das Tauchen. Das gehört mir dazu, das sagt ja schon der Name. Wir kümmern uns unter Wasser um Munition. Wir kümmern uns aber auch um Munition an Land, sprich suchen, identifizieren, lokalisieren, Vernichtung und Beseitigung von Kampfmitteln und auch von selbstgebauten Spreng- und Brandvorrichtung. Ja, die Ausbildung zum Minentaucher war nicht nur speziell, sondern auch sehr, sehr fordernd, sowohl körperlich als auch geistig. Nichtsdestotrotz hat es auch Spaß gemacht. Ja, den typischen Alltag gibt es bei uns fast gar nicht, weil der Job einfach dafür viel zu abwechslungsreich ist. Es gibt Tage, die sind ein bisschen ruhiger, da kann man sich mal ein bisschen um sein Material kümmern. Es gibt Tage, da wird getaucht. Es gibt Tage, da ist mal Zeit für Sport. Manchmal muss man sich auch leider ein bisschen um das Papier kümmern, das gehört auch dazu. Ja, hinter mir seht ihr eines unserer Übungsgebiete. Wir haben hier unter Wasser sehr, sehr viele Übungsminen versenkt, an denen man auch das Tauchen üben kann, das Schätzen, das Vermessen, das Anbringen von Ladung, alles hier natürlich zur Übung, alles simuliert. Es ist relativ flach hier, nicht tiefer als 15 Meter. Und so bauen wir auch bei uns die Ausbildung auf, vom Einfachen zum Schweren, vom Bekannten zum Unbekannten, um nachher auch in den größeren Tiefen funktionieren zu können. So, ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag vermitteln. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schaut euch auf jeden Fall auch die anderen Videos an und informiert euch auf bundeswehrkarriere.de.